Ja, hallo liebe Provis-Freunde, YouTube-Kanal Kriegel 79. Dienstag, 28. Juli, ich bin das Stroh am Schwaden. Gestern wurde gedroschen, da gibt es keinen Film davon. Keine Zeit zum Filmen gehabt. Heute Morgen abgeliefert und jetzt Stroh an die Schwad legen und dann wird gepresst. So, kaum fertig mit Schwaden, ist die Presse auch schon gekommen, eigentlich früher als gedacht. Abgemacht wäre eigentlich so um 4 Uhr, aber ich habe gesagt, er soll es pressen, er war bei der Durchfahrt, ich habe gesagt, er soll es pressen, weil man sieht da oben schon wieder, über dem Hemberg sieht man schon die ersten Türme da, Gewitterwolken hier. Und naja, mir ist lieber das Ganze ist am Trockenen, als da irgendwie noch ein Risiko eingehen. Wäre schade, wäre richtig schade um dieses Stroh, weil das ist wirklich schön trocken. Obwohl es auch zum Teil recht viel Gras dazwischen hatte. Also ihr seht auch hier, die Untersaat, die hat schon wieder voll durchgeschoben. Also hier Stoppelschnitt machen und dann kommt hier das Gras, die Untersaat ist natürlich auch der Ursache geschuldet, dass das Getreide sehr dünn gestanden hat. Deswegen ist auch vom Ertrag her nicht allzu viel zu erwarten. Was soll's. Jetzt ist es so. Und ja, mal schauen. Kann ich ja dann noch zeigen, wie hier gepresst wird. Hola! Wunderbar! Ihr habt gesehen, Dani hat bei der Presse hinten extra einen Bügel, dass wenn die Balle rauskommt, damit er die halten kann. Hier bei uns im Anlagengelände, also im stotzigen Gelände, ist das schon ein großer Vorteil, weil sonst kann es passieren, dass die Balle rauskommt und wenn man nicht ganz ideal steht mit der Maschine, kann die Balle wegkugeln, wegrollen. Und das gibt dann ziemlich böse Bilder, wenn solche Ballen weg. Also Stroh, das geht ja noch, aber wenn eine Siloballe weggeht, dann ist es nicht lustig. Noch ein paar Worte zu der Untersaat, die ich im Herbst nach der Saat eingewalzt habe. Man sieht hier beispielsweise, man sieht hier ziemlich gut, schön die Reihen von der Untersaat. Ich weiß, Thema Untersaat, da sind die Meinungen ziemlich gespalten. Die einen finden es gut, die anderen finden es, einige finden es den größten Schwachsinn aller Zeiten. Ich für meinen Teil muss ganz ehrlich sagen, ich finde es eine tolle Sache, weil, ganz einfach, jetzt, das Feld ist abgeerntet, die Pflanzen sind schon einige Wochen oder sicher schon einige Tage
in dem Sinn tot. Also die Wurzeln, das Wurzel, Aktivität ist schon länger eingestellt und die Untersaat hat jetzt die Aufgabe, das Sonnenlicht in Photosyntheseleistung umzusetzen und somit ist der Boden schon wieder, also da ist Aktivität im Boden und bei Stoppelfeldern, die jetzt blank sind, das sieht wohl schön aus, aber wir haben jetzt die beste Sonnenleistung vom ganzen Jahr. Und was passiert auf dem Feld? Nichts. Tot. Der Boden liegt nackt da. Und ja, das ist einfach schade. Ist schlicht und einfach schade. Und man muss ganz klar auch sehen, früher haben sie das immer so gemacht, als die Getreidefelder noch von Hand gemäht oder mit dem Bindemäher gemäht wurden und Puppen gemacht wurden, da war das normal. Da hat man eine Untersaat, eine Kleegrasmischung eingesät, schon im Frühjahr, damit, wenn das Getreide weg war, dass da wieder etwas da, möglichst schnell wieder etwas hisst. Und hier kann ich den Stoppelschnitt machen und dann wächst hier wieder was. Also das ist nicht so, dass jetzt 8 Wochen verloren sind, wenn ich hier äugstle. Das geht 6 bis 8 Wochen, bis da wieder etwas wirklich Schlaues hier ist. Hier kann ich sagen, in 4 bis 5 Wochen ist hier aber wieder eine schöne Matte. Und darum muss ich sagen, finde ich Untersaat toll. Seht ihr den Bügel hinten? Zack, und jetzt hält er sich. Tolle Sache. Schönes Gespann. Gefällt mir gut. Obwohl ich ja Fan-Pilot bin und Fan-Fan. Aber dieses Gespann, Johnny, das gefällt mir auch sehr gut. Daumen hoch. So, das Stroh ist bereits gepresst und es geht weiter Schlag auf Schlag. Ich habe den Ladewagen angehängt. Ich muss dort unten, wo der, ja, wo der Sommerweizen und der Sommerhafer waren, habe ich noch gemäht. Ja, auch weil eigentlich ein Säuberungsschnitt gemacht. Habe da schon zusammengetan, das muss jetzt noch aufgeladen werden. Kommt dann in den Neustart. Also weiter geht's! So, das sind diese 3 kleinen Maden. Natürlich ist nicht viel, aber. Aber alleweil besser als gar nichts. Da kann es dann auch eher oder schön gleichmäßiger wachsen finden. So, ja, und plötzlich muss es schnell gehen. Wie es immer wieder mal vorkommen kann. Ihr seht da, jetzt ist es verdammt schnell gegangen. Innerhalb von einer Viertelstunde hat es hier die ersten Wolken reingezogen, aber ja, der Regen zieht unten durch und nicht hier bei uns. Ich habe jetzt angefangen, also das Heu ist noch mit der Dosieranlage am Abladen. Und ich habe jetzt mal angefangen, die Strohballen, die drehe ich noch etwas hier hin, dann nehme ich noch eine zweite her. Ich nehme die Straue, Ballen mal in die Tenne, damit sie am Trocknen sind. Und dann, nachher ist es dann nicht mehr ganz so schlimm. Und hier noch die letzten Reste Heu, die jetzt noch abgeladen werden. So, läuft alles zusammen.
So, la. Man sieht dunkle Wolken, da unten ist es wieder besser, es klärt nochmals auf, zum Glück. Ja, da haben wir Glück gehabt. Okay, also, wir versorgen noch die Ballen hier und dann ist das Thema Weizenernte dann auch schon wieder abgeschlossen. Zur Info, 10 Rumpballen hat es gegeben. Katze ist auch schon auf der Suche nach Mäusen. So. Ich habe das Fenster offen, aber jetzt wird es momentan recht stark. Jetzt noch Mähwerk angehängt. Ich mähe die Stoppel gleich noch runter. Man sieht es schon, das nächste Wetter. Die nächste Gewitterzelle ist die Mama, ist aber die auch die zieht. Ich glaube, die zieht unten durch. Aber es ist ziemlich viel Dynamik jetzt im Wetter. Also relativ viel Wind auch. Und ja, aber ich glaube, wir haben nochmals Glück. Es zieht unten durch. Okay, gehen wir die ganze Sache noch schneller runtermähen und dann wäre es dann soweit fertig für heute. Denke, dass die Presse eigentlich auf 4 Uhr bestellt war. Ja, wir hatten eigentlich um 4 Uhr abgemacht, um das Stroh zu pressen. Ein Glück ist der Dani früher gekommen, weil jetzt ist etwa 3:30 oder 3:45. Und ja, ob das noch halten würde, ich weiß nicht. Nun ja. Sola, fertig geworden und pünktlich, pünktlich kommt der Regen. Ah, man sieht es auch da unten, es kommt wirklich, aber ich glaube noch nicht so. Allzu fest wird es noch nicht regnen. Jetzt donnert es zwar schon. Naja, das soll mich nicht länger jucken. Gut. Also. Ein glücklicher Tag für mich, wirklich. Einige Male Glück gehabt, ja. Da bin ich richtig dankbar. Jetzt fängt es an zu reden. Die Arbeit ist soweit abgeschlossen. Alles, was ich wollte, ist getan. So, ein verrückter Tag. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Macht's gut. Und allen, die noch die Ernte ansteht, viel Glück und viel Erfolg bei der Ernte. Tschüss.